In der letzten Folge von Forward to the Past haben wir die Bomben bekommen als Dungeon-Item, sehr episch. Und ich habe jetzt insgesamt, drei oder vier Wege im Kopf, wo wir jetzt weiterkommen können mit den Bomben. Das war jetzt einer von denen. Und jetzt brennt hier das erste Lichtlein. Ja, ja, okay. So, zweiten Teil, der ist hier, das weiß ich noch, das habe ich damals nämlich nicht gefunden oder da war ich ein bisschen lost. Da muss man nämlich eine Bombe reinschmeißen und da muss halt erstmal drauf kommen, das ist echt gemein, finde ich. Ja, jetzt weiß ich das und habe natürlich damit jetzt kein Problem mehr, aber es ist schon fies. Dritte Möglichkeit war jetzt hier. Und auch hier gibt es eine Fackel, okay, sehr gut. Dann... was ist jetzt los? Achso, jetzt geht die Türe hier auf. Ich wollte gerade sagen, weil jetzt wüsste ich nicht mehr, wo es weitergeht. Aber okay, da ist noch ein Weg. Super. Okay, neuer Weg, neues Glück. Oh, jetzt bin ich gegen die Wand gelaufen. Stark. So, was gibt's jetzt hier für uns? Ah ja, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, ja, genau, da gab es nämlich ganz oben die Fackel, glaube ich. Und das war jetzt nochmal so ein Jump'n'Run und Kämpfturm. Alles, was man sich so wünscht. Nicht wahr, mein Freund? Und wir müssen ja auch mit den Bomben wieder was aufsprengen. Ah, das kriegen wir hin, oder? Oder auch nicht? Irgendwie nicht. Ah, falls ein bisschen unnötig, die Bombe. Ja, egal. Wir haben ja genug. Durch Quests haben wir jetzt auch einiges an Money. Also passt schon. So, da ist noch ein asozialer Pisser. Verpiss dich. Danke. Boah, die Sprünge sind... eigentlich nicht schwierig, aber man kann sich da halt schnell vertun und mal einen Leichtsinnsfehler machen und dann ist halt vorbei, ne? Deswegen schon eher gefährlich das Ganze. So, aber jetzt haben wir es, glaube ich. Huiuiui. Oh, oder auch nicht. Da ist noch einer. Und dieses Mal ohne Feuer. Ja, die sind schwächer, ne? Die machen nur ein halbes Herz oder Viertelherz Schaden. Und die anderen Spinner machen halt ein ganzes Herz. Das ist schon sehr viel. Ich dachte am Anfang, dass die an Feuereffekte geben, aber es ist ja anscheinend gar nicht so. Also die machen halt einfach mehr Schaden. Aber ja, Rena Söder, der macht nur ein Viertelherz Schaden, der Typ. Ah, okay, es geht also noch höher. Ich verstehe. Und wir müssen auf die ganz oberste Spitze von diesem Bergturm, oder... Wow, scheiße, Alter, den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Ich dachte, der wäre irgendwie weiter oben. Alter, das habe ich jetzt Glück gehabt, dass der mich nicht runtergeschubst hat. Das war nämlich extrem knapp. Würde ich behaupten. Oh, da ist auch noch einer. Der backt da der Wand rum. Stark. So, ah, und da ist die Fackel nämlich. Ganz oben drauf. Ist schon eigentlich cool Design, finde ich. So, dann an das Ding. Und damit haben wir jetzt alle vier Lichtlein aktiviert. Und jetzt geht halt eigentlich die Türe auf, oder? Ach so, oder? Ah nein, da scheint eine Brücke. Okay, dann war doch alles richtig. Dann hätte man da gar nicht lang gehen können, weil dann war, okay, die Türe offen, aber man kam nicht hin. Aha. So, jetzt kommen wir aber natürlich weiter. Aber das ist natürlich gut zu wissen. Da müsste jetzt eine Truhe erscheinen. Ja, tut's auch. Super. Bomben. Okay, jetzt kommt nämlich der Bossfight, oder was? Na gut, dann schauen wir doch mal, mit wem wir es hier zu tun kriegen. Lass noch ein bisschen Money mitnehmen. Sehr gut. Und dann schauen wir mal, wer sich uns hier entgegenstellt. Oh, wer ist das? Eine Hand. Aha, wo ist er hin? Verpiss dich, der Arsch. Oh, da unten kommen Partikel. Kann ich da Bomben hinwerfen dann, oder was? Da jetzt vielleicht. Aua, boah. Ich habe mir selbst über den Schaden gemacht gerade. Okay. Ah. Okay, wir müssen ihn also schon mit den Bomben treffen. Dann habe ich das davor falsch verstanden. Ah, okay. Ganz cool. Ich habe mich schon gefragt, ob man die Bomben überhaupt gar nicht braucht. Aber doch, man muss noch schnell sein. Man muss jetzt genau gucken, wo der Typ ist. Und dann ganz schnell. Und jetzt, wenn er kommt. Und bam, dann kassiert er. Sehr nice. Ist ein bisschen verwirrend, weil er halt so ein, ja, schon so ein Heulsound macht, wenn man ihn hier schlägt. Deswegen dachte ich halt, muss ich vielleicht noch schlagen. So, bist du jetzt down? Komm schon. Ja, ich glaube, oder? Nein. Wie viel Leben hat dieses Kackding? Jetzt aber mal, oder? Jawohl. Boah. Der hat aber einiges ausgehalten, du. Jetzt ist er down. Geilo.
Also ganz cooler Fight, muss ich sagen. Auch dass man dann halt das Item braucht und so. Ist schon ziemlich cool gemacht. So, my friend. Ich bin wieder da. Ah, du hast also Bomben bekommen. Geil, Mann. Dann mach doch mal den Weg frei. Na klaro. Deswegen bin ich hier. Und auf den Scheiß. So. Was seid ihr für welche? Ah, danke, dass du die Dinger hier weggemacht hast. Dann kann ich endlich zurück nach Hause. Aber es gibt ein weiteres Problem. Der Guardian vom Schrein oben, also der Wächter, der rastet ziemlich aus. Und naja, wenn endlich gestoppt wird, dann endet das Ganze in einer Katastrophe. Ja, bitte geh nach oben und beruhig den Wächter. Da kannst du auch alles vom Schrein nehmen, was du möchtest. Nice, das mache ich doch. Okay, mit den Reden lohnt sich mal wieder nicht. Wer hätte gedacht? Okay, wir müssen also den Wächter beruhigen. Na gut. Heißt Bosskampf oder was ist jetzt angesagt? Okay, die springt schon freiwillig in die Lava, dann möchte ich sie davon nicht aufhalten. Okay, jetzt wieder eine Runde. Großer Gang, große Ebene. Aber ohne wirklich viel Inhalt mal wieder. Gut, da oben halt eventuell. Dieses eine Key-Ding. Aber sonst nicht so, ne? Oh, jetzt kommt der Feuerschrein, oder was? Geil. Ich glaube, das war früher aber tatsächlich nur der Bossfight, oder? Oder war das nochmal ein Dungeon? Oh, gute Frage. Ich glaube, es war nur ein Bossfight. Schauen wir mal. Boah, sieht auch schon fett aus da hinten. Geil. Dann schauen wir doch mal. Ne, ich glaube tatsächlich. Doch, das ist nochmal ein Dungeon. Gut. Der Feuerschrein. Ne, umso besser. Das finde ich nice. Nochmal ein Dungeon ist supi. Okay, wir hören eine crazy Mucke, die ich auch nicht so kenne. Und müssen wir wieder ein bisschen kämpfen. Oh, die Spinnen, die habe ich gar nicht gesehen. Schleicht euch an. So, weg mit den Viechern. Na, ihr kennt's. Und dann wollen wir doch mal gucken, was uns hier alles im Feuerschrein erwartet. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Gehen wir mal ganz nach oben. Und eine Kiste mit Bomben. Oh, die können wir sehr gut gebrauchen. Habe ich gerade gegen den Kollegen doch die ein oder andere verbraucht. Den Kollege Feuerhand. Hier hat einen Key, den habe ich natürlich noch nicht. Okay. Gut, dann gucken wir zuerst mal hier hin. Okay. Da gibt es erstmal sehr lästige Freunde. Oh, was ist das? Ah, das war diese Mechanik mit den Rubinen, die man einsammeln musste, ne? Das war cool. Genau, das ist wie eine OOT. Geil. Das finde ich super, super cool. Genau. Und den Boomerang können wir uns auch diesen hier holen. Mal schauen, wie viele es gibt. Hier unten ist wahrscheinlich auch einer. Wenn das schon solche Typen sind. Oder, ja. Also, das sind ja keine Typen, ne? Ich würde diese Viecher nicht als Typ bezeichnen. Aber muss ich da hinspringen? Ich kann doch auch den Boomerang nutzen, oder? Jo. Dann machen wir doch das. Das ist mir ein bisschen lieber. Okay, den habe ich auch noch übersehen, obwohl hier ganz obvious liegt. Und das war es anscheinend. Super. Aber finde ich cool. Also richtig coole Idee. Und auch ein ganz cooles Gameplay-Element mit diesen Kristallen, die man einsammeln muss. Oder Rubinen. Schon nice. Mit dem Key kommen wir jetzt an dieser Stelle weiter. Ich frage mich, wie es geregelt ist, ob ich jetzt nicht... Achso. Ah, da hat man dann ein anderes Item gebraucht, ne? Weil theoretisch könnte man auch mit dem Key rausgehen und woanders irgendwo eine Türe aufmachen. Aber da hat man ja noch ein Item gebraucht draußen. Na gut, dann geht's nicht. War das dieser Raum, wo man den Boden wegsprengen musste? Ja, ja, okay, das war diese Geschichte. Das war, glaube ich, damals auch so eine Sache, wo ich ultra lost war und das nicht gerafft habe. Aber es hat schon seine Vorteile, wenn man die Map schon kennt. Das kann man ja sagen. Oh. Und jetzt geht's ja schon raus, oder was? Nö. Ich hab so ein Secret. Ja gut, nice. Ja, das geht nämlich runter. Und hier muss man aber Schaden kriegen. Das ist irgendwie fies, oder? Also man kann das Ganze gar nicht nur Damage spielen. Das ist auch ganz cool, dass man hier so ein bisschen in den Dungeon reinschauen kann, oder? Finde ich cool, die Idee. Und wir sprengen mal wieder alles weg hier. Quasi Bob der Baumeister, ne? Bauarbeiter, können wir das schaffen, Bob, der Meister? Los, verpiss dich mal! Ich glaube, so ging das Lied, oder? Habe ich es nicht ganz in der richtigen Erinnerung?
Ich denke schon. So, alles weg mit den Ärschen. Und hier gibt es wahrscheinlich wieder nur ein. Ja, ein. Okay. Er will doch sagen, dass man hier Bomben kriegt. Gut, das ist aber fair, finde ich. Wenn man jetzt keine Bomben mehr hat, dann ist man hier auch ein bisschen am Arsch. So, ich bringe mal wieder alles weg hier. Oh, das war gut gemacht. Und wir sind unten angekommen, wie es aussieht. Weil hier sind keine bröckligen Wände mehr unten. Okay. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, muss ich sagen. Weil man muss erstmal drauf kommen, dass man da halt unter sich die Blöcke zerstören kann. Also ich finde es ganz nice. Und damit haben wir jetzt hier die Lampe ausgeschaltet. Was auch immer uns das bringt. Ah, okay, da geht es so ein Lava-Becken zu. Ah, okay, und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich noch ein anderes. I see, I see. Das sieht cool aus. Sehr cooles Gebilde irgendwie. Was bist du für Trottel? Er hat den High Ground. Bam! Und weg ist er. Boah, der hat mich aber fast gekillt. Also so high war der Ground vielleicht auch nicht. Okay, versuchen wir es nochmal. Jetzt habe ich aber wirklich den High Ground. Oh. Und auch den intelligenten High Ground. Der Typ ist nämlich dämlich wie Brot und springt in seinen eigenen Tod. Na gut, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Boah, jetzt bin ich aber unten. Scheiße. Oh, oh. Boah. Hat aber so nicht richtig ausnutzen können, der Arsch. Okay, jetzt habe ich mit ein paar leichteren Gegnern zu tun. Das ist ganz gut. Dann vielleicht kriege ich vielleicht ein paar Herzen von denen. Ja, nicht so richtig. Ja, Knochen. Und hier gibt es doch mal eine kleine Jump-and-Run-Aufgabe. Oh. Wobei ich sagen muss, das ist mir jetzt auch in dem anderen Mini-Tempel, also diesem Vulkan, aufgefallen. Ich finde, er ist ein bisschen weniger Jump-and-Run-lastig jetzt geworden. Und hat noch andere Aufgaben sich ausgedacht. Jetzt zum Beispiel die mit den Fackeln und den Bomben und so. Oder auch innovativere Jump-and-Run-Aufgaben mit den bewegenden Plattformen und so. Das finde ich cool. Also es ist da nicht einfach nur dieses gleiche Standard-Gameplay, sage ich mal. Was halt jetzt echt nicht so krass spannend ist. Sondern er hat sich da auch echt jetzt ein bisschen was ausgedacht für diesen, ja, oder für diese Dungeons. Und das finde ich natürlich sehr cool. Ist ja klar. Okay. Das ist auch cool, diese Ventilatoren. Das geht hier wirklich sehr, sehr hoch. Ich glaube, das ist dieses große, ja, Gebäude oder Gebilde, wie auch immer, das wir schon von außen gesehen haben. Hat da gerade einen Schlag mehr ausgehalten, der Typ. Okay. Ja, ja, die müssen auf jeden Fall weg, die Viecher, weil das ist halt so ärgerlich. Wenn die einen treffen, dann ist halt echt vorbei. Kann ich da drüber schwingen? Das geht doch niemals. Okay, boah, das ist ja echt krass. Wo ist das Fledermausviech? Eins müsste noch leben. Ah, da hinten ist es. Okay. Gut, dann komm her. Herkommen! Und dann kriegst du den. Nein! Oh. Boah, war das knapp. Boah, wenn der mich jetzt runter gehittet hätte, ne? Der ist so ausgerastet, Mann. Aber ist so glücklich passiert. Von daher alles gechillt. Das ist gar nicht so einfach hier. Aber jetzt haben wir's. Und auch hier gibt es wieder einen. Ein Lichtlein. Gut, machen wir es aus. Ausnahmsweise mal nicht an, wie sonst immer, ne? Nein, dieses Mal müssen wir das Licht ausschalten. Ist okay. Und damit geht auch hier das zweite Becken zu. War es das schon oder kommt da noch was? Wenn ja, war das ja echt gechillt. Dann fand ich den Mini-Dungeon oder den Vulkan davor fast komplexer. Schauen wir mal. Okay, jetzt gibt es erstmal noch eine Lorenfahrt. Hoffentlich ein bisschen leichter als letztes Mal. Schauen wir mal. Auf geht's. Hallo? Fahren. Nein, aber oh, mit mir. Nein. Okay, das war fies. Oh ja, was sieht so aus? Da vorne ist die Kampffläche. Jetzt gibt es nämlich direkt den nächsten Bossfight. Ja. Schauen wir mal, wie ich mich da schlagen kann. Ich glaube, bei dem weiß ich aber noch, wie er funktioniert. Das ist gut, weil beim letzten wusste ich es nämlich nicht mehr.
So, mit wem kriegen wir es hier zu tun? Mit diesem Typen. Wer ist das denn? Hallo, hast du auch einen Namen? Sieht auf jeden Fall cool aus. Ogun ist das, der Feuerwächter. Na gut, dann komm mal her, mein Freund. Achso, das war der mit diesen Tanzmoves. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier immer so bam, bam, bam. Ja, ja. Ist schon ein ganz cooler, bist du. So, komm mal her, mein Freund. Aber der macht jetzt Fledermäuse. Ich glaube, früher hat das Skelette gespawnt. Also ist ein bisschen anders. Ja gut, kannst du auch was anderes? Oder kannst du hier nur deine Viecher spawnen? Ah ne, er macht beides. Sieht dann wirklich so aus, als ob der Typ die so auskacken würde, oder? Die fliegen einfach so hinten aus dem raus. Da, wieder einer. Oh, was ist der Plan? Muss ich ihn irgendwie herlocken? Oh, jetzt kommt er an, jetzt kommt er an. Und Bombe und krepiere. Ah, doch, ich kann Schaden machen. Ja, ja, ich hoffe, er Schaden kriegt. Geilo. Bam, bam. Oh, der hat aber richtig kassiert, der Typ, Junge. Schau mal, ob der jetzt mal eine Lebensanzeige hat, weil der andere hatte ja irgendwie keine. Oben bleibt. Ah ja, er hat eine Lebensanzeige. Seht ihr? Oh gut, okay, er hat noch einiges an Leben. Aber man kriegt hier noch gut was abgezogen hier. Ich fand die Feuerhand jetzt auch nicht besonders schwierig, muss ich sagen. Aber der Typ hat ja eigentlich quasi gar nichts auf dem Kasten. Ich meine, im Grunde muss ich ihm nur die Dinger in die Fresse hauen und das war's ja. Ich finde, bis dato sieht jetzt nicht so die Gefahr von ihm aus. Halt absolut gar nicht. Also er spawnt jetzt nicht mal mehr noch seine Viecher. Also er kann quasi gerade nicht mal mehr angreifen. Lol. Ja gut, also das war's gleich für ihn. Gut, das war jetzt irgendwie nicht so krass, muss ich sagen. Also von der Idee her natürlich cool. Aber irgendwie war der Typ halt wirklich sau einfach. Also wirklich, er konnte ja quasi gar nichts. Er konnte nicht angreifen und nichts. Es tut mir leid, ich war nicht ich selbst. Da kam irgendwie so eine komische Gestalt an und hat mit ja, irgendeiner komischen Sprache gesprochen, die ich nicht verstehen konnte. Und da bin ich ziemlich ausgerastet. Ja, verstehe ich. Ging mir im Französischunterricht auch so. Das sieht so aus, als hättest du hier das krasse Amulett von den Göttern. Was machst du hier, wenn du mich nicht retten möchtest? Ja, ich suche hier für das eine Schwert, da so ein Kobaltstein und sowas. Ah, ja, 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 ich erinnere mich. Ja, tut mir leid für das ganze Trouble hier, das ich gemacht habe und so. Ja, ja, ich schau mal, dass ich dir das gebe, was du suchst. Geilo. Ehrenmann Ogun. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, also ich fand den Boss echt nicht so krass. Ich fand beide Bosse nicht so krass, muss ich sagen. Also sie waren natürlich vom Prinzip her geil, dass man die Bomben gebraucht hat. Top. Aber sie waren halt viel zu leicht. Sie konnten beide eigentlich gar nicht angreifen. Und gerade der Typ hier war noch eine größere Lochnummer als der andere. Ja, es war schon ein bisschen schade, dass sie echt zu wenig konnten. Na gut. Aber... ja, weiß ich auch nicht. So, ich habe dir jetzt hier die 30 Knochen noch gebracht. Dann haben wir auch diese Quest abgeschlossen. Aber Alter, das hat so lange gebraucht, bis ich hier war. Weil der Teleportpunkt von Kellner ist nämlich am Arsch der Welt. Da läuft man stundenlang hin. Ja, nicht so toll, ehrlich gesagt. So, gibt's jetzt noch irgendwas, was wir hier machen können? Oh, okay, hier gibt es anscheinend noch eine Quest, die ich finden kann. Ich schau mal, ob ich die jetzt finde. Okay, hier ist noch irgendein Typ hier. Okay, der Typ möchte, dass ich irgendwas helfe. Ach doch, das ist der, glaube ich. Ja, ich gehöre zu so einer Gruppe von Leuten, die hier ein bisschen forschen über diese Ruinen und sowas. Also ja, der Weg zu diesem Ding, was wir suchen, ist halt auf dem Weg zum Faraway in der Höhle und so. Du brauchst aber irgendwas, um ja, Wände kaputt zu machen. Okay, das habe ich. Okay, das ist jetzt eine Quest. Aber war das die Quest, die ich jetzt da hatte? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ah, Steve, ich bin ziemlich glücklich, dass du mit mir geredet hast. Ich möchte dich noch um einen kurzen Gefallen fragen. Ja, wir haben mitbekommen, dass so ein paar Banditen hier noch im Tal rumbashen und ein bisschen Ärger machen und so. Also, das sind halt auch die restlichen, die geflohen sind. Ja, cool, wenn du dich darum kümmern könntest. Nice, supi. Und das ist auch die andere Quest, die wir noch haben. Cool. Okay, ich glaube, der Ort, von dem geredet wurde, von den Banditen, das könnte der hier sein, oder? Aha. Was soll ja irgendwo hier in, oh, vielleicht doch nicht hier. Wir brauchen ja Bomben, wurde gesagt. Und das soll hier irgendwie so ein Hideout sein. Aber vielleicht ist es doch gar nicht hier. Und es soll halt irgendwo im Tal sein. Das ist hier halt das Tal. Naja, mal schauen.
Aber es sind ja irgendwie Zombies hier, das passt ja nicht so ganz. Also es müssten ja eher die Gauner da sein, die restlichen, ne? Hier noch mehr, krass. Also es ist hier echt gut zugeballert, das ganze Zeug. Und es gibt mal wieder ein Lianenspiel. Aber da muss ich halt sagen, da gab es jetzt lange nicht. Also ich glaube, in der heutigen Aufnahmesession habe ich noch gar kein Lianenspiel gehabt. Von daher, und es war auch vergleichsweise leicht. Und es ist ein Herzteil. Okay, nicht das, was ich gesucht habe, aber auch gut. Okay, ich bin jetzt mal ganz ans Ende vom Tal geschwommen. Und da gibt es noch diese Höhle hier. Keine Ahnung, ob das jetzt hier dieses Hideout ist oder nicht. Achso, aber was mich gerade noch erinnert, das mit den Bomben, das war doch bei dem, von der anderen Quest. Das war gar nicht diese Quest hier. Habe ich gerade verwechselt. Hier wurde das gar nicht gesagt, dass man das braucht. Also, ja gut, hier waren schon mal Wölfe. Und die Gauner hatten ja auch viele Wölfe. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das hier das Hideout ist. Wow, ja, das ist das Hideout, safe. Der Typ ist gerade irgendwie in der Wand gespawnt oder so. Und hat direkt Schaden bekommen. Alter, die kommen ja aus dem Nichts hier. Okay, jetzt gibt es ja richtig ein kleines Battle nochmal, oder was? Ja gut, die bashen wir hier weg, die restlichen Typen. Warum kämpfen die eigentlich gegen uns? Sie haben doch mitbekommen, dass ihr hochgeliebter Boss-Anführer-Typ da absolut keine Schnitte hatte gegen uns. Trotzdem machen die hier noch einen auf dicke Eier, oder was? Ja gut, selber schuld, ne? Kann ich auch nicht helfen. Gut, jetzt sind wir ganz oben. Jetzt gibt es wahrscheinlich nochmal einen krassen Fight hier, oder? Oh, aber ganz schön. Alter, okay gut. Vielleicht denken sie, dass sie halt mit Masse zählen können und mich dann besiegen können. Das sind halt echt sau viele. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie diese normalen Minecraft-Sounds haben. Klingt so ein bisschen dumm, aber naja, gut. Okay, das wäre erledigt. Noch was? Oh, es kommt noch ein krasserer Fight, oder was? So, war's das? Sollen wir hier noch jemand auf die Schnauze kriegen von euch? Was ist das hier? Ah, es geht noch weiter, wie es aussieht. Falsch. Oh. Die kommen nur, wenn ich es falsch gemacht habe, oder was? Das wäre ja lol. Aber ich glaube, diese... Also, das hier ist, glaube ich, neu, oder? Es gab letztes Mal nicht diese Quest. Ich finde es ganz cool. Ist nochmal so ein kleiner Dungeon. Ah ja, und da ist auch der richtige Schalter wahrscheinlich. Ja, sehr fies. Also man wird ja eigentlich immer den falschen zuerst umlegen. Schon alleine, weil der Raum halt früher da ist. Schon gemein. Okay, jetzt kommt hier der krasse Final Fight, oder was? Ja, es kommt auch nochmal eine andere Musik. Okay, jetzt gegen euch. Außerdem weniger als vorhin. Also, wir haben schon gegen da gekämpft. Boah. Oh, aber es gibt noch einen stärkeren, oder was? Cool. Aber easy. Aber kalt gemacht. Supi. Okay, jetzt geht's danach zurück zu den Banditen. Zur Chefin. Nicht zu den Banditen, da waren wir jetzt gerade. Lol. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Hier waren wir mal. Das ist dann für den Rückweg. Okay. Da dachte ich damals, dass man hier mit dem Fanghaken hoch muss, aber muss man gar nicht. Okay. Dann klärt sich das. So, da bin ich wieder. Alter, es war wieder so ein weiter Weg. Unfassbar. Ja, ich hab die Banditen fertig gemacht. Geil, Mann. Die sollten jetzt nicht mal hier aufregen. Fantastisch. Hier ist deine Belohnung. Ah, okay. Das heißt, ich habe ein Herzteil bekommen. Cool. Und damit habe ich jetzt ein ganzes, weiteres, neues Herz. Awesome. Ja, Guys, ich würde aber sagen, damit lassen wir es für heute gut sein. Wie viele Hardpieces habe ich denn? Oh, schon ein Viertel eigentlich. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich lasse es jetzt damit erstmal gut sein für heute. In der nächsten Folge werden wir danach zu Galport gehen. Ich meine, wir haben im Grunde auch fast alles Optionales erledigt, was man jetzt machen kann. Wir haben noch ein, zwei Quests offen, aber die schiebe ich mir irgendwann anders ein, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.